Meine Damen und Herren, letztes Mal habe ich Sie in die Tensorrechnung entführt, weil sich gezeigt hat, dass die Rotation eines starren Körpers nicht ganz einfach zu beschreiben ist. Sie hat deutlich größere Schwierigkeit im Verhältnis zu der Translationsbewegung von Körpern. Das zeigt sich insbesondere daran, dass wenn man die Translationsbewegung eines Körpers oder Massenpunktes betrachtet, der Impuls und die Geschwindigkeit immer parallel zueinander sind. P ist gleich m mal v, m ist ein Skalar, die Masse. Hingegen bei der Rotationsbewegung eines starren Körpers ist die Sache nicht so einfach. Da betrachtet man sinnvollerweise den Drehimpuls L-Pfeil, den wir ja schon seinerzeit gleich am Anfang der Dynamik definiert hatten, und die Winkelgeschwindigkeit der Drehbewegung. Und man würde natürlich hoffen, dass da ein ähnlich einfacher Ausdruck herauskommt und die beiden auch immer parallel zueinander sind, das ist aber nicht der Fall. Darin liegt eine qualitative Schwierigkeit im Verhältnis zu der Translationsbewegung. Dennoch kann man die Sache beschreiben, allerdings etwas umständlicher. Mit einem einfachen Skalar geht das nicht, weil wenn man zwei Vektoren durch einen Skalar nur miteinander verknüpft, sind die immer parallel zueinander. Aber in dem Fall ist eben der Drehimpuls und die Winkelgeschwindigkeit nicht stets parallel zueinander, und das, was man dann herausbekommt, und das hatten wir letzten Donnerstag gemeinsam uns da erarbeitet an der Tafel, und ich hoffe, dass Ihnen das auch einigermaßen verständlich erschienen ist, ist eine Beziehung, die wir in einfacher Kürzelschreibweise so aufgeschrieben haben. Die ite Komponente des Drehimpulsvektors lässt sich darstellen als eine Größe iij, das ist im Wesentlichen ein Element einer Matrix, mal der jeden Komponente des Winkelgeschwindigkeitsvektors, wobei, und das bitte ich Sie, sich gleich bei dieser Stelle vorzumerken und für die Zukunft zu merken, bei einer solchen Beziehung, wo zweimal der gleiche Index vorkommt, über diesen Index von 1 bis zur Dimensionszahl zu summieren ist. Das heißt, wenn man diese Gleichung anschaut, so harmlos sie hier erscheint, dann entsteht daraus eine größere Anzahl von Beziehungen, wenn man das in die Langschrift umschreibt. Und das hatten wir ja vorige Woche gemacht. Das erspare ich Ihnen und mir jetzt, das noch einmal aufzuschreiben. Aber vorbeten kann ich es ja noch einmal, und ich hoffe, Sie hören zu bei diesem Gebet. Also L1 ist 1, ist I1 1 Omega 1 plus I1 2 Omega 2 plus I1 3 Omega 3. Also Summe über J. J von 1 bis 3. Aber das sparen wir uns hinzuschreiben. Das kommt bei derartigen Ausdrücken, wenn es so vorkommt, immer als Summe vor. Konventionsmäßig erspart man sich das Aufschreiben der Summe. Und diese IIJ, die hängen nun unmittelbar zusammen mit den Eigenschaften dieses rotierenden starren Körpers.
Und das ist es nun eben, was die Sache auch komplizierter macht gegenüber der Translation, denn da steht einfach nur global die ganze Masse von dem Körper drinnen. Bei P ist gleich M mal V, anstatt Li ist IIJ mal Omega J. In diesen IIJ, da steht auch Information drinnen, wie sich die Massen innerhalb dieses starren Körpers verteilen und was für eine Form der Körper hat. Man integriert ja über sein Volumen und da hängt davon ab, wie der ausschaut. Und das werden wir uns heute genauer anschauen. Ich möchte eben, wenn wir das heute einmal versuchen, etwas zu nützen, Ihnen zeigen, was man mit diesem zunächst Ihnen vielleicht etwas kompliziert und nur so eher theoretisch und sinnlos erscheinenden Formalismus, was man damit anfangen kann. Ja, und wie immer, wenn man etwas verstehen möchte, wie man es anwenden kann und was seine Vorteile sind, macht man es am besten so, dass man relativ einfache Beispiele heranzieht. Bevor wir das aber machen, möchte ich noch einen weiteren Punkt mit Ihnen besprechen, allerdings ohne konkrete Durchrechnung. In unserem Buch ist das auch durchgerechnet und Sie werden sehen, das ist eine relativ langwierige Rechnung. Das füllt da eine ganze Tafel, wozu sollen wir uns das hier antun? Es geht darum, dass wir nicht nur diesen Zusammenhang zwischen L und Omega haben möchten, sondern dass es auch sehr zweckmäßig ist, und Sie werden sehen, das wird sich als nützlich erweisen, sehr zweckmäßig ist auch die kinetische Energie. Die gesamte kinetische Energie dieses rotierenden, starren Körpers auszurechnen. Und das ist also auch nicht so ganz einfach. Also schreiben wir da mal her. Die kinetische Energie. Und wieder muss man natürlich sich klar machen, dass man da einen ausgedehnten Körper hat, der aus einzelnen Massenelementen bzw. Volumenselementen besteht. Der rotiert als ein Ganzer mit einer Winkelgeschwindigkeit Omega um eine Drehachse. Und wenn man jetzt die kinetische Energie, die gesamte kinetische Energie der Drehung haben möchte, dann muss man sich alle diese einzelnen Massenelemente, aus denen der Körper besteht, hernehmen, deren jeweilige kinetische Energie ausrechnen und dann aufsummieren oder aufintegrieren. Das ist dann besser, es als Integral zu schreiben, weil bei der Integration, da steckt immer dahinter, dass man die Einteilung in einzelne Volumens- oder Massenelemente immer feiner und feiner macht und damit letztlich im Limes eine präzise Aussage gewinnen kann. In der faktischen Realität ist es aber dann doch oft so, dass man halt nur eine genügend feine Einteilung macht und dann halt einfach drüber summiert und schon zufrieden ist, was man damit herausbekommt, wenn es sich um irgendwelche beliebig geformte Körper handelt. Also wir werden das uns daher so aufschreiben können, diese gesamte kinetische Energie T der Rotationsbewegung eines solchen starren Körpers lässt sich natürlich wieder aufschreiben als 1/2 mv² für jedes einzelne dm, aus dem der Körper besteht. Also werden wir schreiben 1/2, das können wir auf jeden Fall herausnehmen, mal wieder ein Integral über das ganze Volumen dieses Körpers und da schreiben wir es hinein, R-Pfeilpunkt Quadrat dm. dm, das ist ein einzelnes Massenelement, aus all diesen dm setzt sich der ganze starre Körper mit Volumen V zusammen. R-Punkt ist die Geschwindigkeit dieses Massenelementes und da haben Sie dann dm mal V Quadrat halbe und aufsummiert über das ganze Volumen. Also eigentlich ist das eine ganz einfache Sache. Die Frage ist nur, wie rechnet man das aus? Wir brauchen natürlich diese R-Punkt hier. Aber das wissen wir ja schon, wie wir das machen. Jedes dieser Massenelemente dm bewegt
sich ja während dieser Rotationsbewegung um die Drehachse herum. Und da hatten wir ja schon gesehen, wie man das aufschreibt. V ist gleich Omega Kreuz R, das haben wir schon frühzeitig bei der Kinematik der Kreisbewegung besprochen. Das verwenden wir jetzt auch. Also wir haben ein halb mal Integral über das Volumen V und dieses R-Punkt oder V, die Geschwindigkeit dieses Massenelementes, schreiben wir als Omega Kreuz R. R-Punkt ist die Geschwindigkeit, die lässt sich darstellen als Omega Kreuz R, da steht aber R-Punkt Quadrat, also müssen wir das quadrieren und eben integrieren über dm wieder. Naja, und das möchte ich also jetzt an der Stelle nicht weiterführen. Dieses Omega Kreuz R Quadrat, also Omega Kreuz R Skalar mit noch einmal Omega Kreuz R, kann man mit Hilfe von Formeln aus der Vektorrechnung, die man sich nicht auswendig merkt normalerweise, aber da hat man dann irgendwo ein gutes Formelsammlungsbuch, wo die alle drinnen stehen, umformen. Und wenn man das dann in Komponenten zerlegt und Komponente für Komponente aufsummiert, dann kommt man letzten Endes drauf, also so elegant gesagt, nach einigen Umformungen. Naja, also das sind schon etliche Umformungen. Aber wir haben es ja im Buch aufgeschrieben für Sie. Sie können sich das anschauen. Es ergibt sich, das Ergebnis ist, Gott sei Dank, überraschend einfach und übersichtlich. Der Faktor 1/2 bleibt einem erhalten. So wie es sich ja bei der kinetischen Energie gehört, da muss ja so ein halb mv Quadrat, das muss ja irgendwie vorkommen. Und da steht jetzt drinnen I j Omega I Omega j. Wobei, das ist wirklich schön, dass das so herauskommt, zeigt, wie effizient dieser Formalismus ist. Diese I j eben gerade wieder diese selben Komponenten des Trägheitstensors sind, die wir da oben jetzt schon aufgeschrieben haben und die uns also am Donnerstag schon in die Quere gekommen sind oder über den Weg gelaufen sind, besser in die Quere, ist sowas Negatives, über den Weg gelaufen sind, wie wir eben diese den Zusammenhang zwischen L und Omega ermitteln wollten. Also Sie sehen, das ist ein Ausdruck, der zwar nicht ganz einfach ist von der Ausrechnung her, aber der ganz in analoger Weise, wie man das von den Translationsbewegungen kennt, wieder die kinetische Energie zu berechnen gestattet. Anstatt 1/2 mv Quadrat steht 1/2 iij Omega i Omega j. Wobei aber jetzt aufzupassen ist, das ist deshalb ein bisschen komplizierter in der konkreten Durchrechnung im Allgemeinen, weil da haben Sie zwei I drinnen stehen und zwei J. Das heißt, unsere Konvention für die Summation bedeutet hier eine Doppelsumme. Und die möchte ich Ihnen eigentlich nicht einmal von Anfang bis zum Ende vorbeten, geschweige denn aufschreiben. Aber anfangen kann ich ja damit, um Ihnen ein Gefühl zu vermitteln, was da steht. Wenn man über I und J von 1 bis zur Dimensionszahl 3 summiert, kriegt man also immer mit dem Faktor 1/2 I1 1 Omega 1 mal Omega 1. Dann plus I1 2 Omega 1 Omega 2 plus I1 3 Omega 1 Omega 3 plus I2 1 Omega 2 Omega 1 plus I2 2 Omega 2 Omega 2, spätestens jetzt wissen Sie genau, wie das vor sich geht, und enden tut das Ganze dann bei I3 3 Omega 3 Omega 3. Also es sind 3 mal 3, 9 Terme, die sich in dieser kleinen Beziehung hier verstecken. Aber wir werden gleich anschließend Beispiele betrachten, und zwar jetzt gleich unmittelbar anschließend eben, wo Sie sehen werden, dass diese allgemeinen
und im allgemeinsten Fall doch etwas umständliche Beziehungen sich sehr vereinfachen, wenn man spezielle Situationen betrachtet. Ich möchte nur noch betonen, dass man also anhand dieses Ergebnisses für die kinetische Energie eines rotierenden starren Körpers erkennen kann, dass für eine Rotation um eine allgemeine Drehachse wirklich alle diese einzelnen Elemente des Trägheitstensors auch wirklich zu dieser kinetischen Energie beitragen, weil ja über alles summiert wird. Ja. Heißt das, dass entlang der Hauptdiagonale dann immer Quadraten stehen? Oder, also, weil es ist ja dann B1 wird ja B1 Quadraten, oder? Omega, bitte, merken Sie sich an. Omega, ja, ja. Also die Frage ist, ob längs der Hauptdiagonale da lauter Quadrate stehen. Natürlich, wenn man also I1, 1, Omega 1, Omega 1 hat, dann ist das I1, 1 mal Omega 1 zum Quadrat, weil Omega 1 mal Omega 1 ist Omega 1 Quadrat. Und im Rahmen dieser ganzen Summe von neuen Termen kommt dann auch noch ein I2, 2 vor, da steht dann mal Omega 2 Quadrat. Plus I3, 3 mal Omega 3 Quadrat, aber die ganzen gemischten I1, Omega 1, Omega 2 und so weiter kommen auch vor bei den Termen, wo man eben nicht Diagonalelemente hier stehen hat. Es ist einfach eine Doppelsumme und die ergibt sich halt so. So, aber damit die Sache jetzt übersichtlicher wird und Sie auch erkennen können, dass man relativ schnell mit Hilfe dieser allgemeinen Beziehungen auch auf spezielle Ergebnisse kommen kann, möchte ich ein Beispiel voranstellen jetzt, und zwar den einfachen Spezialfall, dass wir nicht eine beliebige Rotation um irgendeine Achse betrachten. Das schieben wir noch auf. Wir werden das auch noch behandeln. Sondern wir wollen jetzt einmal etwas machen, was in der Praxis oft wichtig ist. Die Rotation um eine feste Achse. Eine fest im Raum vorgegebene Achse. Na, das ist natürlich was Wichtiges, denken Sie nur ans Auto. Also wenn die Radeln sich nicht immer um die bestimmte Achse drehen, sondern irgendwann einmal um irgendeine andere Achse, dann bleiben sie besser stehen und steigen aus, weil dann wird es also gefährlich. Also das wünscht man sich ja in vielen Fällen, dass es Rotationen um feste Achsen gibt. Und das zunächst einmal wollen wir jetzt einmal etwas näher anschauen, um zu sehen, wie man das beschreiben kann. Und natürlich kommt da jetzt wieder darauf an, dass man dann auch sich nicht unnötig viel Mühe macht, sondern das Koordinatensystem so wählt, dass man diese Achse berücksichtigt bei der Wahl des Systems. Und wir nehmen also an, diese Rotationsachse, in der liegt dann auch die x3-Achse des Koordinatensystems. Also Koordinatensystem so gewählt, dass die x3-Achse parallel zur Drehachse ist oder sogar mit ihr zusammenfällt. X3-Achse fällt mit Drehachse zusammen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil dann ist einmal zunächst gleich zu sehen, dass der Vektor Omega der Winkelgeschwindigkeitsvektor, der ja parallel zur Drehachse liegt, das ist ja seine Definition. Wenn die Drehachse immer fest gewählt ist und die x3-Achse in der Drehachse liegt, dass der dann nur die Komponenten 0, 0 und Omega hat. Na, das macht die Sache natürlich gleich wesentlich einfacher. Also der hat nur eine Komponente in Richtung der x3-Achse, weil die x3-Achse mit der Drehachse zusammenfällt und Omega ist ja parallel zur Drehachse.
definitionsgemäß. Ja, verstehen Sie das? Und diese Komponente ist dann auch schon die skalare Winkelgeschwindigkeit als Winkel pro Zeiteinheit. Ja, weil die anderen Komponenten ja alle Null sind. Ich glaube, das kann man sich sehr gut vorstellen. Der zeigt einfach entlang der x3-Achse und hat daher nur eine Komponente. Naja, und damit können wir natürlich sofort unsere allgemeinen Beziehungen für L und auch für T natürlich sehr stark vereinfachen. Was bleibt uns denn dann? Schauen wir uns diese zwei Formeln an, für den Drehimpuls und für die kinetische Energie. Beim Drehimpuls, was haben wir denn da? L1 ist I1 1 Omega 1 ist 0, plus I1 2 Omega 2 ist 0, plus I1 3 Omega 3. Na, da steht was da. L2 können wir uns ausrechnen, ebenso. Aber wenn wir nur eine Rotation um die x3-Achse betrachten wollen, wir haben ja eine feste Achse und dort liegt die x3-Achse drinnen, dann interessiert uns auch in erster Linie nur die dritte Komponente des Drehimpulsvektors. Na, und wenn wir uns das L3 anschauen, dann sehen Sie, das ist also die Komponente des Drehimpulsvektors in der Richtung dieser festen Drehachse, die mit der x3-Achse zusammenfällt. Dann haben wir L3. Das ist gleich I3 1 Omega 1, ist aber 0, plus I3 2 Omega 2 ist auch 0, plus I3 3 Omega 3. Und da steht dann da I3 3 mal Omega 3 und das ist aber Omega. Und Sie sehen, diese ganze Tensorbeziehung reduziert sich jetzt auf eine derart einfache Beziehung zwischen der dritten Komponente des Drehimpulsvektors und dieser Winkelgeschwindigkeit Omega. Und man kann das auch so auffassen, dass man sagt, dieses L3, das ist nichts anderes als die Parallelkomponente des Drehimpulses parallel zur Drehachse. Also man schreibt da oft auch gern, wenn man es vektoriell schreiben will, L-Pfeil parallel ist gleich I3 Omega-Pfeil. Die Parallelkomponente des Drehimpulses lässt sich in dieser Weise darstellen. Und Sie sehen hier schon, dass für eine derartige Rotation, wo es uns erst in erster Linie um die Parallelkomponente dieses Drehimpulsvektors geht, dass in diesem Fall insbesondere diese Komponente I3,3 des Trägheitstensors vorkommt. Und deswegen habe ich die hier schon vorausschauenderweise hergeschrieben, weil wir die eben jetzt in weiterer Folge wissen wollen. Was wir aber auch machen können, ist, wir können natürlich die kinetische Energie entsprechend dieser Beziehung aufschreiben. Und da sehen Sie, dass die sich sehr einfach darstellen lässt. Wir haben ja gesagt, das ist eine Doppelsumme und das 1/2 bleibt natürlich auf jeden Fall stehen. Und jetzt I Omega J. Das IIJ ist der komplette Trägheitstensor des rotierenden Körpers, der da um die feste X3-Achse rotiert. Aber das Omega, das ist ja eben dieser Winkelgeschwindigkeitsvektor. Omega 1 ist 0, Omega 2 ist 0 und Omega 3 ist Omega. Das, was wir ja schon hier benutzt hatten. Aber was bedeutet das hier? Von der ganzen langen Doppelsumme mit den 9 Termen, was bleibt denn über? Nur ein einziger Term, wo da Omega 3 drinnen steht. Denn wann immer auch irgendwas mit Omega 1 oder Omega 2 dazukommt, ist es schon 0. Weil Omega 1 ist 0 und Omega 2 ist 0. Nur für Omega 3 steht da was, was ungleich 0 ist. Und daher bleibt da stehen I3 3 mal Omega mal Omega oder Omega Quadrat. Für diesen Fall,
für die Rotation um eine feste Drehachse. Sehen Sie also, dass es uns nur auf das I3-3 ankommt, hier und hier, und dass wir an sich jetzt völlig analoge Beziehungen haben, wie wir sie auch aus der Dynamik der Translationsbewegung kennen. Wichtig ist aber, dass wir dieses I3-3 ermitteln können. Wir wollen das ja so kriegen, dass man auch einen Wert dafür erhält, so dass man auch wirklich was ausrechnen kann, dass man sich also dann für die Rotation um diese feste Achse tatsächlich die Parallelkomponente des Drehimpulsvektors ausrechnen kann und auch tatsächlich die kinetische Energie ausrechnen kann. Und damit man das kann, ist es nützlich, sich da ein bisschen die Geometrie anzuschauen. Also Berechnung von diesem I3-3, von der 3-3-Komponente des Trägheitstensors. Denn wie Sie ja hier gesehen haben, nur die spielt hier wirklich die wichtige Rolle. Die anderen sind ja hier gar nicht vorhanden, wegen der Wahl des Koordinatensystems und wegen der festgewählten Drehachse. Der Körper kann sich nicht anders drehen, weil man da eben gewisse Achslager hat, wie heute bei einem Auto oder so, und durch Zwangskräfte bedingt kann die Achse nicht aus. Naja, wie können wir also dieses I3-3 berechnen? Ja, da verwenden wir einfach dort diese Beziehung. Ich schreibe sie noch einmal auf. I3-3 ist gleich Integral über das ganze Volumen dieses jeweiligen starren Körpers, x1² plus x2² dm. Es geht also darum, sich klar zu machen, was dieser Integrand eigentlich ist. Naja, und das kann man sich leicht überlegen, wenn man sich da vorstellt, man hat also das Koordinatensystem. Da ist die x3-Achse und da hat man halt x1 und x2-Achse. Und um die x3-Achse herum erfolgt die Rotation dieses starren Körpers. Und wenn man da jetzt irgendein Massenelement hat, das da rotiert um diese Achse herum, zum Beispiel hier so ein Massenelement dm, das bewegt sich da im Zuge dieser Rotation rund um die x3-Achse auf einer Kreisbahn rundherum. Naja, dann wird dieses Massenelement da eine, das ist sozusagen der Fuß in der x1, x2, eine gewisse Koordinate in Richtung x1 haben und eine andere Koordinate in Richtung x2, und diese Strecke hier ist der Abstand des Massenelements. Das gehört da auf. Das ist jetzt leider, ja, das bringt man auf der Tafel nicht immer so schön zusammen. Das ist der Abstand des Massenelementes dm von der Drehachse. Also, wir nennen diesen Abstand Rn, den Normalabstand des jeweiligen Massenelementes, das da gerade eben jetzt rotiert, so ein Element des ganzen starren Körpers. Dieser Normalabstand Rn, das ist nichts anderes als laut pythagoreischem Lehrsatz Wurzel aus x1² plus x2². Und dementsprechend sehen Sie, das ist ja da oben im Integranden drinnen, da steht das Quadrat dieser Wurzel. Also wird sich dann eben, dass das i3
ausgerechnet werden kann als das Integral über das ganze Volumen dieses rotierenden Körpers Rn Quadrat dm. Wobei Rn der jeweilige Normalabstand des betreffenden Massenelementes dm von der Drehachse ist. Wenn man über alle diese Massenelemente dieses starren Körpers aufsummiert bzw. integriert und das Rn Quadrat dm jeweils bildet eben, dann kommt man auf dieses I3-3, auf diese Komponente des Trägheitstensors. Und das nennt man dann auch das Trägheitsmoment bezüglich der festen Achse. Das I3-3 ist das Trägheitsmoment des betrachteten starren Körpers bezüglich der festen Achse, die wir ja hier angenommen haben. Also man hat hier ein Kochrezept sozusagen, wie man sich dieses Trägheitsmoment tatsächlich ausrechnen kann. Man braucht nur die Summe oder das Integral Rn Quadrat dm bilden. Also alle Massenelemente hernehmen, aus denen dieser Körper besteht, und dann eben, wo die halt jeweils sich befinden, in einem gewissen Normalabstand von der Drehachse, alle diese Rn Quadrat dm bilden und aufsummieren. Und man kann daraus schon etwas erkennen, es steht ja da Rn Quadrat drinnen, das ist wichtig. Wenn das Massenelement weiter weg ist von der Drehachse, dann trägt es mehr zum Trägheitsmoment I3-3 bei. Nur wenn das weit weg ist, dann ist er eben auch, wenn man da rotiert, ist da eben eine größere Trägheit damit verbunden. Je näher das Massenelement an der Drehachse liegt, desto weniger wird dann dieses Massenelement zum Trägheitsmoment beitragen. Und das können wir uns jetzt also versuchen, unmittelbar klar zu machen, indem wir also jetzt so eine Drehbewegung durchführen. Also denken wir uns einmal, wir haben einen Körper, der hat eine gewisse Massenverteilung und dem entspricht dann ein solches I3-3. Und wenn man den Körper jetzt so gestaltet, dass dieselben Massen sich etwas anders aufteilen, näher an die Achse heranrücken, dann wird es natürlich so sein, dass dieses Integral, weil die Rn Quadrat dann in Summe alle kleiner werden, dass dieses Integral und damit das Trägheitsmoment kleiner wird. Naja, jetzt ist es aber so, wenn das Trägheitsmoment kleiner wird, aber die Rotation des Körpers ohne äußeres Drehmoment einfach, also ohne Wirkung äußerer Kräfte erfolgt, dann wird der Drehimpuls und daher auch seine L3-Komponente zeitunabhängig sein. Erhaltung des Drehimpulses in Abwesenheit äußerer Drehmomente. Das haben wir schon lange gehabt, diesen Drehimpulserhaltungssatz. Das heißt jetzt, wenn man einen Körper so verändert, während er sich dreht, dass dieses I3-3 kleiner wird, weil die Massen näher an die Drehachse herangezogen werden und das L aber konstant bleibt, dann wird bei kleiner werdendem I3-3 das Omega größer und er rotiert schneller. Überlegen wir einmal, was das heißt, wenn es uns zum Beispiel gelingt, das I3-3
das Trägheitsmoment des Körpers bezüglich seiner Drehachse auf die Hälfte zu reduzieren. Was haben wir dann? Wenn das I3 dreieinhalb so groß wird, bei konstant gehaltenem, erhaltenem Drehimpuls wird das Omega doppelt so groß. Der Körper dreht sich doppelt so schnell. Und was passiert mit seiner kinetischen Energie? Denken Sie mit, das Omega wird doppelt so groß. Hier steht Omega Quadrat. Das wird dann viermal so groß. Das Trägheitsmoment wurde aber halbiert. Aber von 4 die Hälfte ist immer noch 2. Das heißt, dadurch, dass man diesen Körper schlanker gemacht hat, dieselben Massen näher an die Achse gerückt hat, hat er auch eine größere kinetische Energie erhalten. Und das, meine Damen und Herren, das werde ich Ihnen jetzt selbst, verwende ich meinen eigenen Körper dazu, vorführen und bitte Sie um Assistenz. Na, mal schauen, wie es funktioniert. Ich habe also auch ein gewisses Trägheitsmoment für meine Rotation da um eine Achse. Moment noch. Und dieses Trägheitsmoment kann ich verändern mit 2 solchen Hanteln. Also ich kann diese Hanteln weit weghalten. Dann haben wir da das dm und das rn Quadrat für beide Hanteln. Mache dadurch mein Gesamtträgheitsmoment inklusive Hanteln größer. Wenn ich jetzt allerdings die Hanteln an mich heranziehe, dann ändert sich nichts an meiner ganzen Masse plus Hanteln, aber dieses Rn Quadrat dm wird weniger. Die Hanteln sind jetzt in der Nähe von dieser senkrechten Drehachse, um die ich mich hier drehe. Und wenn also daher das I3 kleiner wird, bei konstantem Drehimpuls wird das Omega entsprechend größer. Und das kann ich Ihnen jetzt vorführen und hoffe, dass ich dabei nicht zu schwindlig werde. Also wenn Sie mich einmal bitte in Rotation versetzen. So, und jetzt passen Sie auf, was passiert. War gar nicht ohne. Sehen Sie das? Einmal geht noch. Das müssen wir aufhalten, bitte. Es reicht mir jetzt schon, muss ich sagen. Ich muss immer einen Moment sitzen bleiben. Es ist so wie beim Walzer tanzen. Herzlichen Dank. So, also, jetzt geht's wieder. Also, ich hoffe, Sie haben gesehen, dass also bei gleichbleibender Gesamt Masse des Körpers, wenn nur durch die Anordnung, also den Abstand von der Drehachse, das Trägheitsmoment geändert wird, sich da durchaus eine andere Situation ergibt. Ich hätte Ihnen das natürlich viel lieber mit einer hübscheren Anordnung gezeigt, wenn wir da eine Eisfläche hätten und eine hübsche Eisläuferin oder einen eleganten Eisläufer, der dann so eine Pirouette dreht und das dann so, Sie kennen das alle, nicht? Nein, das haben wir nicht zur Verfügung gehabt, das haben Sie halt mit mir vorlieb nehmen müssen. Aber jedenfalls, was man schon sehen kann an dem ist eben, wenn man das Trägheitsmoment verkleinert, indem diese Rn-Quadrat kleiner werden, bei gleicher Masse, also bei anderer Anordnung der Masse innerhalb des Körpers, dann wird für den Fall konstanten Drehimpulses, kein äußeres Drehmoment, die Winkelgeschwindigkeit sich vergrößern. Und was Sie sich also noch einmal jetzt vergegenwärtigen sollten, dadurch, dass ich die herangezogen habe, diese Massen, wird auch tatsächlich die kinetische Energie größer. Es wird das Omega sagen wir mal doppelt so groß, das war es glaube ich nicht ganz, sonst hätte es mich dann total zerstört da. Aber wenn das Omega doppelt so groß wird und das I3 dreieinhalb so groß, dann wird das Omega Quadrat viermal so groß, das I3 dreieinhalb so groß, wird die kinetische Energie immer noch doppelt so groß. Wie gibt's das? Wo kommt die her? Bei dem Versuch, was glauben Sie?
Die kann ja nicht aus nichts herkommen, denn wenn man konservative Kräfte betrachtet und da ist die Reibung vernachlässigt, dann muss ja das wohl auch erhalten bleiben. Die Antwort war die, es ist ja eine Kraft erforderlich gegen die Zentrifugalkraft der Hanteln, um sie heranzuziehen. Und das habe ich natürlich auch gespürt, während ich die da herangezogen habe. Nur habe ich das nicht gleich gesagt. Nicht? Und da zeigt sich dann, dass es gerade die Arbeit ist, die man verrichtet, um diese Hanteln während der Drehbewegung zur Achse hinzuziehen, gegen die Wirkung der Zentrifugalkraft. Diese Arbeit, die da verrichtet wurde, Kraft längs eines Weges, findet sich wieder in der erhöhten kinetischen Energie der Drehbewegung für den Fall des kleineren Trägheitsmomentes. Also ich hoffe, anhand dieses einfachen Experimentes können Sie sich diese Formel und den Zusammenhang ganz leicht vorstellen. Das sind einfache Zusammenhänge, da ist nichts mit Tensorrechnung mehr drinnen. Das ist einfach Zahl, Zahl, Zahl und ebenso hier und keine tatsächlichen Matrizen. Da haben wir quasi einen Auszug aus der allgemeinen Darstellung für konkrete, einfache Verhältnisse. Also ich hoffe, dass Sie daran schon sehen können, dass man hier also wirklich mit diesen allgemeinen Beziehungen auch was Vernünftiges machen kann. Naja. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wenn wir also verschiedene Körper betrachten, wie können wir denn deren Trägheitsmomente, diese I3-3, tatsächlich ausrechnen? Naja, da muss man diese Integration einfach durchführen. Und da möchte ich einige Beispiele anführen, ohne das durchzurechnen. Zum Beispiel, also Trägheitsmomente spezieller Körper. Zum Beispiel die Rotation eines Zylinders. Und zwar schauen wir uns einmal zunächst einen Hohlzylinder an. Bei einem Hohlzylinder ist es so, dass der also sich um eine solche Achse drehen soll und seine Masse ist nur in seinem Zylindermantel konzentriert. Innen ist leer, nur hier ist seine ganze Masse vorhanden. Der Abstand von der Drehachse sei groß R. In dem Fall ist es total einfach, dieses I3-3 auszurechnen. Alle Massenelemente haben den Abstand groß R von der Drehachse und das I3-3, das wir hier vielleicht auch mit IZ bezeichnen wollen, das ist einfach die Gesamtmasse dieses Zylinders mal dem Quadrat dieses Radius. Es gibt da immer die gleiche Distanz, der Normalabstand der Massenelemente da überall, wo sie auch immer sind, von der Drehachse, überall haben wir dieses Groß R, R Quadrat dm, über alle e dm zu integrieren, macht das Groß m. Und wir haben hier bereits eine einfache Beziehung, die wir gar nicht irgendwie durch besondere Integration erst ermitteln mussten. Das ergibt sich dadurch, dass alle Massenelemente dieses Hohlzylinders im gleichen Abstand Groß R von der Drehachse sich befinden. Etwas weniger einfach ist es, wenn man einen Vollzylinder betrachtet. Bei
Bei einem Vollzylinder muss man also tatsächlich so vorgehen, dass man den Zylinder hernimmt, in lauter einzelne Schichten zerlegt und über die alle, die haben dann Radien klein r, der rotiert wieder da um eine solche, um die Symmetrieachse. Und wenn man da dann aufintegriert, dann kommt man drauf, dass das IZ, I33 gleich IZ, gleich 1/2 mal M mal R Quadrat ist. Kleiner, weil nicht die ganze Masse sich im Radius Groß R befindet, sondern sich gleichmäßig über die ganzen Abstände aufteilt. Und wenn man das aufintegriert, stellt sich heraus, siehe da ganz einfach, es gibt einen Faktor, 1/2, der dazukommt. Und ich möchte noch erwähnen, man kann das auch für eine Kugel machen, eine homogene Kugel, die um eine Achse rotiert, die durch den Mittelpunkt der Kugel geht. Und da kommt dann heraus I33 gleich IZ, wenn man diese Achse als Z-Achse betrachtet. Und da steht dann 2/5 mal M mal R-Quadrat. Wenn also das M die Gesamtmasse der homogenen Kugel ist und R der Radius der Kugel. Also das kann man sich dadurch berechnen, indem man diese Integration für die jeweiligen Körper konkret durchführt. Und das ist immer so ein bisschen eine Spülerei, aber nichts besonders Schwieriges. Zum Teil finden Sie das in unserem Buch oder in sonstiger Literatur. Aber mir ist wichtig, dass Ihnen verständlich ist, wieso es da zu solchen unterschiedlichen Faktoren kommt, weil eben die Massenverteilung innerhalb dieses Körpers unterschiedlich ist. Wenn Sie so einen Hohlzylinder haben oder einen Vollzylinder oder wenn Sie eine Kugel betrachten. Es ist also ganz wichtig, und das bitte ich Sie, sich zu merken, das Trägheitsmoment hängt nicht nur von der Gesamtmasse des Körpers ab, sondern einerseits von seiner Form und andererseits von der Verteilung seiner Massen über sein ganzes Volumen. Und deswegen ist hier natürlich eine größere Komplexität gegeben als bei den translatorischen Bewegungen, weil wenn es um Impuls ist gleich Masse mal Geschwindigkeit geht, da geht es nur um die Gesamtmasse. Egal wie die konkrete Form des Körpers ist, und wie sich die Masse innerhalb des Körpers verteilt. Bei der Rotationsbewegung ist das unterschiedlich, wie Sie ja auch an diesem Handel-Experiment gesehen haben. Wenn es nur um eine translatorische Bewegung gegangen wäre, wäre es völlig wurscht gewesen, ob ich die Handel außen oder innen habe. Beim Rotieren ist es anders. Deswegen ist hier eine größere Komplikation vorhanden und das erfordert eben diesen etwas umfangreicheren Formalismus. Also Sie sehen, man kann solche Trägheitsmomente ausrechnen. Ich habe sie Ihnen zwar nicht konkret vorgerechnet, nur für diesen ganz einfachen Hohlzylinder, das war eigentlich gar keine Rechnung, man hat das nur hinschreiben können, weil man ja da sieht, dass alle Massenelemente im gleichen Abstand groß R von der Drehachse sind. Aber jedenfalls haben Sie gesehen, dass diese Berechnungen hier sich bezogen haben auf symmetrische Körper, Hohlzylinder, Vollzylinder, Kugel, sonst wird es komplizierter. Und noch wichtiger, Sie haben sich bezogen auf Rotation um die Symmetrieachse, also zum Beispiel eben um die Achse des Zylinders. Oder um eine Achse durch den Kugelmittelpunkt. Natürlich ist es manchmal auch wichtig zu wissen, wie wird denn das Trägheitsmoment ausschauen, wenn man eine andere als die Symmetrieachse wählt. Eine Achse, die also eventuell nicht durch den Schwerpunkt des Körpers durchgeht.
Also wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, Sie nehmen da einen Zylinder her, denkt man zum Beispiel an den da hier, den können Sie um seine Achse drehen, Sie können ihn aber auch um eine solche Achse drehen. Wenn Sie ihn um eine solche Achse drehen, dann eiert er so rundherum. Also beim Autofahren wäre das nicht sehr gut, wenn also die Radeln da so, da kommt man dann so daher. Nicht? Also das wäre nicht das, was man sich wünscht. Aber in manchen Fällen ist es günstig, wenn man sich also das Trägheitsmoment auch bezüglich allgemeiner liegender Achsen berechnen kann. Und dann wird so eine Rechnung da und so eine Integration deutlich komplizierter. Und da hat der Herr Steiner einen Satz aufgestellt, den ich hier auch nur mitteilen möchte, ohne ihn zu beweisen, um Zeit zu sparen. Und dieser Satz bezieht sich darauf, wie man, wenn man das Trägheitsmoment eines Körpers bezüglich einer Achse durch den Schwerpunkt kennt, wie man dann das Trägheitsmoment bezüglich einer dazu parallelen, anders gelegenen Nicht-Schwerpunktsachse ausrechnen kann. Und es zeigt sich, der Zusammenhang ist also genial einfach. Also wenn wir, machen wir da mal Trägheitsmomente, wie übertitel ich das jetzt, bezüglich paralleler Drehachsen. Wenn man irgendeinen, das muss jetzt gar kein symmetrischer Körper sein, sein Erdäpfelkörper hernimmt und der hat da hier seinen Schwerpunkt S und rotiert um eine Schwerpunktsachse und das ist also zunächst dann die X3-Achse, die man wählt. Wir wollen ja bei der Rotation um eine feste Achse eben da die X3-Achse hineinlegen. Und jetzt wollen wir eine andere Drehachse verwenden. Eine, die da parallel dazu liegt. Und zwar im Normalabstand A. Dann ist natürlich interessant zu wissen, dann rotiert er nachher um diese Achse. Wie wird man jetzt das Trägheitsmoment bezüglich dieser Achse ausrechnen können? Na, was glauben Sie? Also A ist der Normalabstand der betrachteten Drehachse von der Schwerpunktsachse. Das ist die Achse durch den Schwerpunkt. Parallel dazu im Abstand A betrachten wir eine andere Achse und A ist der Normalabstand dieser betrachteten Achse von der Schwerpunktsachse. Was glauben Sie also? Um welche für Rotation, um welche der beiden Achsen wird das Trägheitsmoment größer sein? Für die Schwerpunktsachse oder für die verschobene parallel verschobene Achse. Was glauben Sie? Die verschobene. Es geht ja immer um die Normalabstände der einzelnen Massenpunkte von der Drehachse. Je weiter ich die hinausrücke, desto mehr Massenelemente gibt es da außen, die dann sehr weit weg sind von dieser Drehachse. Und da geht ja Rn Quadrat ein, das ist ja heikel. Das heißt, wenn Sie da also um irgendeine andere Achse drehen und der eiert dann so rund um diese Achse herum, dieser Körper, dann wird das zugehörige Trägheitsmoment größer sein. Und daher ergibt sich auch letztlich dann durchaus im Zusammenhang mit der Anschauung, dass das I3-3
man erhält, wenn man da eine Koordinatentransformation durchführt und ein bisschen herumrechnet, erhält man, dass das I3,3 für die Rotation um die parallel verschobene Achse gleich ist das I3,3 für die Schwerpunktachse, wo es also besonders klein ist, plus einfach m mal a Quadrat. Wobei m die Gesamtmasse des Körpers ist und a eben der Normalabstand von der Schwerpunktachse. M ist die Gesamtmasse des Körpers. Na, das ist praktisch. Und das ist der berühmte Satz von Steiner. Und das ist ein besonders einfach anzuwendender Satz, weil da ja wirklich das sehr einfach durchzurechnen ist. Sie brauchen nur wissen, um welchen Normalabstand haben Sie Ihre Drehachse verschoben und die Gesamtmasse. Das heißt zum Beispiel für diesen Fall, wo ich gesagt habe, dass man das vielleicht um die Achse herumdrehen lassen möchte, dass das da so eiert, das können Sie sich sofort leicht ausrechnen. Dann nehmen Sie sich zunächst einmal das Trägheitsmoment für den Vollzylinder her, ein halb mr², und dann geben Sie noch einmal ein mr² dazu, weil das r ist ja dann auch die Distanz, um die Sie die Achse vom Zentrum herausgerückt haben, und Sie haben schon einen Ausdruck für das Trägheitsmoment für die Rotation um diese Nicht-Schwerpunktachse ermittelt. Das geht sehr einfach. Also Sie sehen schon, mit Hilfe dieses Satzes von Steiner und mit Hilfe dieser einfachen Formel zur Ermittlung der Trägheitsmomente, wenn man das dann auf spezielle Körper anwendet, kriegt man sie eben durch Integration heraus, kann man für eine Vielzahl von verschiedenen Körpern die zugehörigen Trägheitsmomente ermitteln. Das Trägheitsmoment jeweils für Rotation um eine bestimmte feste Achse. Und es liegt mir noch einmal, möchte ich das betonen, besonders daran zu sagen, dass also wenn der Körper auch bleibt, wie er ist, und man ändert nur die Lage der Drehachse, hat man schon, laut Satz von Steiner, ein unterschiedliches Trägheitsmoment. Also das sind alles Dinge, die man bei der Translationsbewegung nicht kennt. Die Gesamtmasse des Körpers bleibt die gleiche. Und Sie haben, wenn Sie Impuls und Geschwindigkeit miteinander Beziehung setzen, immer nur P ist gleich mv und da steht immer diese Masse drin. Wenn Sie aber L und Omega betrachten, wie das miteinander zusammenhängt, eben hier für die Rotation um die x3-Achse, L3 ist I3 mal Omega, da genügt es nicht, dass Sie nur die Masse des Körpers kennen. Sie müssen seine Form kennen, also schon zum Beispiel bei Hohlzylinder und Vollzylinder kommt was anderes heraus. Und es hängt davon ab, um welche Achse Sie drehen, ob das die Schwerpunktachse oder eine andere, dazu parallele Achse ist. Also Sie sehen daran schon, dass das kein Wunder ist, dass der Formalismus ein bisschen komplizierter ist. Es ist ja auch die physikalische Realität wesentlich komplizierter, wenn Sie sich hier mit den Drehbewegungen auseinandersetzen. Naja, jetzt haben wir bis jetzt eigentlich nur über die Kinematik gesprochen. Wie hängt der Drehimpuls mit der Winkelgeschwindigkeit zusammen? Aber jetzt wäre es natürlich auch interessant, die konkrete Dynamik der Rotation um eine feste Achse anzuschauen. Oh.
Und klarerweise wählen wir wieder als feste Achse die X3-Achse. Alles andere wäre ja Masochismus, wenn man da irgendeine dazu schief liegende Achse verwenden würde. Wozu denn? Man möchte sich natürlich die Sache so einfach und übersichtlich wie möglich gestalten. Und daher selbstverständlich machen wir das wieder so. Und wir wollen uns also jetzt anschauen, so wie wir das auch in der Translationsmechanik gemacht haben, was passiert, wenn äußere Einflüsse wirksam sind. Beim Fall der Translation haben wir davon gesprochen, wenn eine Kraft auf einen Körper wirkt, dann wird er beschleunigt. Jetzt geht es darum, wenn ein äußeres Drehmoment auf einen Körper wirkt, dann wird eine Winkelbeschleunigung auftreten. Und diese Zusammenhänge wollen wir natürlich in entsprechender Weise behandeln. Und da kommen uns natürlich diese Beziehungen, die wir da oben haben, sehr zustatten. Die haben wir ja eben ursprünglich ermitteln wollen, damit wir jetzt die Dynamik betreiben können. Und nach wie vor machen wir das aber zunächst für den Fall der Rotation um eine feste Achse, weil es da einfacher ist. Und wir werden natürlich zunächst einfachere Dinge besprechen. Dann morgen werden wir das auch um andere, freie Achsen behandeln. Da wird die Geschichte dann natürlich noch deutlich komplizierter. Und da werde ich Sie jetzt nicht durch die gesamte Kreiseltheorie dann ziehen, sondern Ihnen heute einige wichtige Aspekte vorführen. Jetzt aber Dynamik um eine feste Achse. Naja, die grundlegende Gleichung ist natürlich die Bewegungsgleichung. M, das äußere Drehmoment, ist dl nach dt. Das ist das Pendant des zweiten Newtonschen Axioms für die Drehbewegung. Zweites Newtonsches Axiom war P, also f ist gleich dp nach dt. Da haben wir n ist gleich dl nach dt. Statt Kraft Drehmoment, statt Impuls Drehimpuls. Und natürlich ist es uns bei dem zweiten Newtonschen Axiom sehr nützlich, dass wir wissen, wie der Impuls und die Geschwindigkeit zusammenhängt. P ist gleich mv. Na und jetzt haben wir ja auch die Möglichkeit, L und Omega miteinander in Beziehung zu setzen. Daher können wir das hier gleich benutzen. Und wieder machen wir es natürlich so, dass uns, wenn nur eine Rotation um eine feste Achse ist, auch nur die Parallelkomponente des Drehmomentes parallel zu dieser Achse wirksam wird. Also nur N-Pfeil parallel ist wirksam. Ja, warum? Weil eben die Achslager dafür sorgen, dass eine andere als eine Rotation um die vorgegebene X3-Achse gar nicht auftreten kann. Wenn man ein anders angreifendes Drehmoment hat, dann werden Kräfte, die zu einer Rotation um eine andere Achse führen würden, durch die Zwangskräfte in den Lagerungen eben wegkompensiert. Es kann sich eben der Autoreifen, Gott sei Dank, nur um die entsprechend vorgesehene Drehachse drehen und nicht um eine andere, so kein Defekt vorhanden ist. Also werden wir uns auch wieder anschauen können, wie insbesondere die X3-Komponenten ausschauen. Eben die, wo Parallelkomponenten sind zur Drehachse. Na und wenn man davon die X3-Komponente anschaut, dann ist das N3 und das ist natürlich entsprechend dann klarerweise DL3 nach DT. Das ist die Übersetzung von der Gleichung in eine Komponente. N3 ist DL3 nach DT. Na und L3 steht schon da oben, das ist I3 3 mal Omega. Wobei das I3 3 eine Größe ist, die zeitunabhängig ist. Die kommt ja nur dem Körper als Ganzem
zu und hängt ab von seiner Massenverteilung und seiner Form, aber die ändert sich ja nicht, wir haben ja starre Körper. Das heißt, das I3, 3 ist zeitlich konstant. Statt DL3 nach DT können wir auch schreiben I3, 3, weil es konstant ist vorn, mal D Omega nach DT. Ist also I3, 3 mal D Omega 3 nach DT. Und der Omega 3 schreiben wir nicht, wir schreiben Omega, weil es bleibt dabei, dass die Drehung ja nur um die x3-Achse ist und da hat ja der Vektor Omega-Pfeil als Omega-3-Komponente eben Omega, also eben die Winkelgeschwindigkeit. Also Sie sehen, Sie haben hier die Beziehungen, dass das n3 gleich i3 mal d Omega nach dt ist. Das ist jetzt das Rotationspendant zu der Beziehung, dass Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist. Da haben wir Drehmoment, dritte Komponente, Parallelkomponente zur Drehachse, ist Trägheitsmomentum diese Achse mal Winkelbeschleunigung. Das ist genau dieser entsprechende Zusammenhang. So wie m mal dv nach dt im Fall der Translationsbewegung. Und da kann man jetzt zum Beispiel einen sehr einfachen Fall betrachten, als ein Beispiel, das ich Ihnen noch zeigen möchte heute, und zwar das, dass wir eine gleichförmig beschleunigte Rotation betrachten. Und Sie werden sehen, das läuft jetzt nach ganz genau den gleichen Linien, wie wir das auch bei der Translation von Körpern bei gleichförmiger Beschleunigung gesehen haben. Gleichförmig beschleunigte Rotation und natürlich wieder um feste Achse x3. Alles bezieht sich auf Rotation um die feste Achse. Das haben wir jetzt durchwegs hier so betrachtet. Naja, da werden wir also, wenn es eine gleichförmig beschleunigte Rotation sein soll, auch ein konstantes Drehmoment annehmen. Ein konstantes Drehmoment. Dieser Drehmomentvektor N0-Pfeil möchte ich ihn nennen, damit klar ist, dass er zeitunabhängig ist. Da betrachten wir ein solches Drehmoment, den Drehmomentvektor als parallel zur Drehachse. Das ist daher 0, 0 und N0. Und wenn wir jetzt die Bewegungsgleichung für die x3-Komponente aufschreiben, wird das ganz einfach. Damit Bewegungsgleichung für die x3-Komponente. Und es geht immer nur um die, weil ja auch nur die interessant ist im Zusammenhang mit der Rotation, um die x3-Achse. Feste Achse x3. Was anderes wollen wir ja nicht zulassen. Naja, und was kriegen wir da? Da haben wir da I3, 3 mal d Omega nach dt. Na, Omega, die Winkelgeschwindigkeit, das wissen wir ja, ist d Phi nach dt. So ist ja die Winkelgeschwindigkeit betragsmäßig definiert. Der überstrichene Winkel pro Zeiteinheit. Daher können wir jetzt gleich hier entsprechend einsetzen und erhalten für dieses I3, 3 d Omega nach dt, I3, 3, das Trägheitsmoment des entsprechenden Körpers, mal d Omega nach dt, das ist aber dann d2 Phi nach dt.
Und das ist gleich der 3 Komponente des äußeren Momentes und das ist einfach N0, eine Konstante. Und damit ist diese ganze tensorielle Geschichte heruntergebrochen auf eine ganz einfache Differentialgleichung, die man natürlich sofort durch 2 Integrationen lösen kann. Wenn man einmal integriert, dann kriegt man also heraus, dass I3, 3, was ja konstant ist, mal d phi nach dt, einmal integriert aus d2 phi nach dt Quadrat wird d phi nach dt, ist gleich n0 mal t. Oder anders ausgedrückt, schreiben wir es aus, auf als d phi nach dt, und das ist aber Omega, ist gleich N0 durch I3 mal T. Und Sie sehen hier, dass die Winkelgeschwindigkeit mit der Zeit zunimmt. So wie bei der gleichförmigen Translationsbewegung die Geschwindigkeit mit der Zeit zunimmt. Nun, wenn man das jetzt noch einmal der Zeit integriert, dann kommen wir also drauf, wenn man d phi nach dt integriert, kriegt man phi und das ist dann gleich n0 durch i3 mal t Grad halbe und natürlich noch ein ursprünglicher Winkel, wenn man eine Anfangsbedingung hat und dann noch plus ein Omega 0 mal t, wenn man das auch noch als Anfangsbedingung wählt und dann letzten Endes plus N0 durch I3 durch N3 N0 durch I3 mal t integriert ist t Quadrat halbe. Und wenn der ursprüngliche Winkel 0 ist und die ursprüngliche Winkelgeschwindigkeit 0 ist, dann hat man nur diesen Zusammenhang mit t Quadrat halbe. Das entspricht exakt dem normalen Fallgesetz für die Translationsbewegung mit dem t Quadrat halbe. Und da steht also drin das äußere Moment dividiert durch das Trägheitsmoment des entsprechenden Körpers. Sie sehen also, dass das Trägheitsmoment sehr wichtig ist. Je größer das Trägheitsmoment wird, desto kleiner wird die entsprechende Winkelbeschleunigung werden, wie man hier unmittelbar erkennen kann. Und das, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen heute zum Abschluss noch an einem Experiment zeigen. Hier machen wir das so, dass das äußere Drehmoment dadurch bewirkt wird, dass aufgrund der Gravitation dieser Zylinder da herunterläuft, immer mehr beschleunigt durch das dauernde Wirken der Gravitationskraft. Und dass es hier um das Trägheitsmoment geht, und je größer das Trägheitsmoment wird, dann umso langsamer der Vorgang für uns vor sich geht, das kann ich Ihnen an diesen beiden Zylindern zeigen. Wo soll ich die Waage hinstellen, dass man das sieht? So. Wenn Sie sich das anschauen, die Masse sind hier ca. 350 Gramm im einen Fall und auch im anderen Fall. Die beiden Zylinder haben die gleiche Masse, aber der eine ist homogen voll, der andere ist hohl. Erinnern Sie sich, das haben wir da oben besprochen. Da liegt ein Faktor 2 dazwischen, was das Trägheitsmoment betrifft. Na, wenn wir die jetzt da auslassen und hinunterlaufen lassen, welcher wird wohl früher unten sein? Was glauben Sie? Welcher von den beiden, oder kommen Sie gleichzeitig an? Der volle früher, weil er das kleinere Trägheitsmoment hat. Na, schauen wir das an. Stimmt auch. Also deutlich zu sehen, gleiche Masse, gleiches Trägheitsmoment, gleiches Drehmoment,
aber unterschiedliches Trägheitsmoment und daraus ergibt sich eine unterschiedliche Beschleunigung. Also Sie sehen auch hier wieder, dass das Trägheitsmoment wichtig ist für die Berechnung der Dynamik der Drehbewegungen. Soweit haben wir das alles nur für eine feste Achse besprochen. Morgen werden wir uns dann mit freien Achsen beschäftigen. Danke. Bitte. Das Drehmoment, es entspricht der äußeren Kraft, die wirkt. Genau, ja. Das Drehmoment hängt nicht vom Trägheitsmoment ab. Aber das Trägheitsmoment bestimmt dann, wie groß aufgrund des äußeren Drehmomentes die Winkelbeschleunigung sein wird. Genauso wie beim Fall der translatorischen Bewegung bei der Masse. Die äußere Kraft ist nicht von der Masse abhängig.